Brasilien gegen England. Hier ist das Nuevo Los Carmenes. Es melden sich Wolfuß und Hansi Küpper. Ich sage dir und den Zuschauern ein herzliches Hallo, Wolf, verbunden mit großer Vorfreude auf ein großes Spiel. David Luiz, Ramirez. Ein Versuch aus der Halbdistanz. Schlichtweg nicht platziert genug. Sie könnten es auch spielerisch lösen, könnten versuchen, bis vor das Tor zu kommen. Sie versuchen es eher aus dem Rückraum. Muss den Ball nach vorne bringen. Glenn Johnson. Fahne ist oben. Damit haben sie eine gute Möglichkeit vertan, hier in Führung zu gehen. Und jetzt Paulinho. Dani Alves. Hulk. Oscar. Und jetzt Ramirez. Felipe. Der geht aufs Tor. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Also langsam steigert sich der Kollege im Kasten da aber rein. Eine grandiose Rettungstat nach der anderen. Hulk. Und jetzt Paulinho. Der kommt wunderbar durch. Das ist eine gute Chance. Der ist drin. Und damit geht Brasilien in Führung. Wie wichtig dieser Bursche für diese Mannschaft ist, das hat er hier mit diesem Traum-Solo unter Beweis gestellt. Toller Sololauf. Neuer Spielstand 1:0. Sie führen, sie sind im Vorteil. Und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Langer Pass nach vorne. Und jetzt Fred. Und jetzt Ramirez. Er bekommt den Pass in guter Position. Da schnappt er sich den Ball. Oxlade-Chamberlain. Versucht weiterzukommen. Der Ball kommt durch. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Okay, er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen. Warum helft ihr ihm nicht? Der Mann mit den 1000 Händen heute. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Da kommt die Flanke. Jetzt kann er doch mal draufhalten. Total verzogen. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. So, und abgefangen. Da ist er dran. Versucht die Gasse zu finden. Er kriegt den Ball. Da ist die Chance. Da ist es passiert. Und jetzt ziehen die davon. Also Kompliment. Gegen so ein Zuspiel kann keiner was ausrichten. Sie versuchen ihn abseits zu stellen, aber sie schaffen es nicht. Der Treffer ist völlig regulär. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Trotz der Führung kann man doch nicht zufrieden sein. Das Ergebnis ist mit ihnen, aber sie machen das Spielfeld kleiner als unbedingt notwendig. Nach Durchgang 1 also steht es 2:0. Und jetzt die zweite Hälfte. Wir beginnen diese zweite Hälfte mit gewissen Erwartungen. Mal sehen, ob sie ihre Überlegenheit über die Pause mitnehmen können. Brasilien gegen England.
Jetzt hat er die Chance. Und drin ist er. Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Damit also steht's 3:0. Gerard. Abgefangen. Bolinho. Er vergibt die Möglichkeit, aber seien wir fair, er hatte keine Anspielstation, er musste es alleine versuchen. Abgefangen. Er ist unterwegs. Rune. Da hat er verpasst, noch ein Schleifchen dran zu binden. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Philippe. Glenn Johnson. Thiago Silva. Saubere Annahme. Jetzt kann er es probieren. Nee, so wird das nichts. Lennon. Und jetzt Paulinho. Ah, da muss der Ball besser kommen. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Da kommt der Schuss. Keine echte Gefahr für den Kasten. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingebracht. Trotzdem eine schöne Aktion. Und jetzt Thiago Silva. Dani Alves. Und jetzt Ramirez. Fred. Philippe. Und jetzt Fred. Gut abgefangen. Er steckt ihn durch. Sie suchen nach Räumen. Versucht ihn dahin zu spielen. Der Ball ist im Aus und es gibt Abstoß. Die letzten 5 Minuten laufen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Und jetzt Lescott. Ashley Cole. Jetzt hat er Platz. Was macht er? Möglichkeit von außen. Hier kommt die Hereingabe. Und das war's. Die 90 Minuten sind um. Ein großartiges Spiel.